1, 2, 3, fuck it. Heute einen Gast im Stream und wir haben es zu schauen. Musik zu laut, halt's Maul, Digga. Musik 10 km/h zu laut. Warte, ich schau mal nach, wie es am Anfang war. Okay, voll klar, Digga. Okay, voll klar, Digga. Ah Leute, wir werden jetzt auf jeden Fall auf alte Videos reagieren. Das haben sich nämlich viele von euch gewünscht. Der Elias hat uns da auch schon das beste Beispiel direkt gesendet. Wir schauen einfach mal altes Video rein. Es hat einfach 50.000 Aufrufe. Ist richtig abgegangen und 3.000 Dislikes. Bruder, ich schließe mich euch an. Wo? Narzissierung, wir machen die Taufe einfach mal auf für... Bruder! Flugplatz auf der Stirn. Zeit komplette noch. Landebahn. Leute. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das echt anschauen kann. Was habe ich ein Wireless Charging Pad bekommen? Was ist denn los? Leute, was geht da im Hintergrund ab? Holy shit, das war ja komplette Hausparty. Psch, Leute, ich weiß, was drin ist. Airport. Nein. Psch, 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 Leute. Da habe ich, glaube ich, meine Airport. Oh, das ist Wireless Charging. Ja, das kann ich nicht. Koppeln mit AirPods nicht möglich? Scheiße. 250 Euro umsonst. Huawei größter Graffelmüll bitte nicht kaufen. Jetzt kommt hier aber. Graffelmüll. Oh mein Gott, die Stimme ist halt echt einfach hoch. Los, hallo. Was passiert hier? Leute, die es nicht machen, die. Ah, da ist meine Musikbox runtergefallen. Das will ich mir gerne noch anschauen. Artikel 13 Video. Ja, nochmal für die ganze Reise. Oh, cool. Total ist auch angekommen. Oh, man hört aber Bali im Hintergrund. Wirko Fokus! Jetzt schaut euch das an. Hier. Oh, Leute, die ist nicht wasserdicht. Oh mein Gott, neuer Titel. GBL-Box in Wasser auf Boden gefallen. In Dreck gefallen. In Wasser, auf Boden, in Dreck, genau. Das war so ein Spaßclip, heftigste Gangster Milhausen Nord, ne? Wo wir da oben Musik gehört haben. Irgendwer hat in den kommenden Tagen gehört. Aber es ist ein altes Video. Wir reagieren auf alte Cringe-Videos. Alte. Alte. Wenn ich dort sage, Montana Black ist scheiße, dann sage ich heute, Montana Black ist immer noch scheiße. Nee, aber die Meinung verändert sich. Geschmack verändert sich. Erstens das, alte Videos, cringe. Da brauchst du nicht nochmal cringe einlost. Und drittens. Also, wer Deutschrap cringe findet, ist halt schon anders lost. Und dann sagen wahrscheinlich Ami-Rap ist besser, ne? Ich feiere jetzt auch nicht Deutschrap und so Loredana und so einen Scheiß muss ich auch nicht gönnen. Aber ich meine nur. Statement dazu, kompletter Chat von Gigi. Nicht genauer zeigen, weil Namensdisierung, wir machen die Taufe einfach mal auf für was. Der redet halt so schnell und so hoch, kann man sich gleich Piep-Sound reingeben. Jetzt der Vergleich. Ich verstehe gleich viel. Das war das AirPods. Das war das viralste Video. Wir gehen jetzt erstmal. Nein, das ist an zweiter Stelle. Leute, wollen wir da wirklich rein? Ja. Wir schauen uns nur einen kleinen Teil an. Ich sage euch, wir klicken drauf und ich sage euch, ab wann ich raus bin und ab wann ich nicht mehr will. Gut, das war's mit dem Video. Danke, auf Wiedersehen. Bevor das Video beginnt, wollte ich sagen, dass ich nichts gegen die Serie und das Lied habe, sondern es sogar feier. Und das Video. Bevor ich ein Video starte, wollte ich sagen, dass ich nichts gegen die Serie und das Lied habe, sondern es ist sogar feier. Das feiern das so also. Rip myself. Und ich grüße. Rip myself, und da steht da nicht. Ganz grüße Hand, speziell Miriam Paulina. Ich grüße auch noch besonders. Lara, Claudia, Katharina, Max, Dani, Gregor, Max, Gerge, Valentinina, Valentina, Sophia, Luis, Laura, Lisa, Mara, Melissa, Elias, Magdalena, Chiara, Elina und einmal mich selbst. Und jetzt. Einfach mal komplett eine Klasse gegrüßt, oder? Imagine, ich würde das vor jedem Video machen. Oh mein Gott, mein altes Setup. Aber ruhig hier nochmal und hier unten nochmal ein Kabelkanal, Digga. Kostet nicht viel und sieht besser aus. Was macht er hier? Nein. Ich bin raus. Wir gehen raus, Leute. Wir sind draußen. Das ist nur geschrieben. Leute, habt ihr den Kommentar von Malika gelesen? Mega, der hat auch noch gelacht. War ja früher voll auf dem Trip so, yo, wir machen Julian Bam Content. Und da Julian Bam hat ja so einen Film rausgebracht. Bam, bam, zack. Und ich so, ich hab mir dazu gedacht, yo, ich bin mindestens genauso heftig. Und jetzt gönnt euch, was wir gemacht haben. Mindestens doppelt so heftig, Leute. Und er ist einfach heute live dabei.
Fanfan bei Melix, erste Selbstwerbung. Zweite Selbstwerbung, noch ein komplettes Intro. Und dritte Selbstwerbung, einfach die Melix Studios. Und als ob das nicht genug wäre, einfach in der Endcard nochmal. Man kennt ihn, wenn Melix mal wieder alles macht. Jo, wahrscheinlich. Was heißt dieses No Front? Vium. Vium. Jetzt gönnt euch den Fight, das bin ich hier. Und jetzt, er hier ist halt absolute Maschine. Gib dir die Kampfstellung. Man meint jetzt, oh. Er tritt einfach auf deinen Kopf. Imagine, du wirst mit mir mit so einem Training auf den Kopf drauf treten. Oh, gut, dann jetzt. Danke. Danke. Und nochmal. Jetzt kommt's, Leute. Ja, Polizei. Hier sind gerade. Einfach Polizei anrufen, wenn Star Wars Fighter im Turnsaal. Das ist Polizei, Leute. Oh, damn, da ist er. Stopp, Leute, wir hören lieber mal auf. Wir gehen jetzt mal auf meine eigenen Videos. Wir haben einen Limonadenstand mal gemacht. Boah, heftig, ein Traktor und ein Motorradfahrer. Oh, das Intro, jetzt kennt ihr euch. Damals schon der Heftige. Was geht ab? Von Andreas. Ich sag so, yo, ich bin von mein Nachname halt vom Mehl, sag ich so. Und er so, vom Andreas. Na. Hops. Oh mein Gott. Wir haben ihn so gefühlt. Okay, Leute, gestern haben wir 100 Euro im Stream bekommen. Das ist das Thumbnail, wir schauen uns das kurz auch nochmal. Ist ein sehr aktiver Streamer in der letzten Zeit. Er gehört jetzt zur festen Stream-Community. Also willkommen im Streaming-Business, mein Partner. Reichen Sie die Hand rüber in die Kamera. Jetzt sind wir. Friends, glaube ich, hoffe ich. Keine Ahnung. So. Jetzt. Hingehen. Duzi. Duzi schmeißt 100 Euro. Duzi schmeißt 100 Euro. Einfach danach Kamerafokus kaputt. Also haut euch gerne mal 100 Euro raus, by the way. Warte mal, was passiert jetzt, Leute? Macht euch ready. Ich will in einer neuen Schule sein. Oh mein Gott, Ballers. Oh mein Gott. Zum Beispiel bist du heute in der Früh mit drei Mädchen in die Schule gegangen. Damals schon im Playboy.